Hallo und herzlich willkommen zu unserem Synaptus-Abrechnungsquickie, wo es um die schnelle und transparente Rechnungserstellung mit unserer Abrechnungssoftware von Synaptus geht. Zuallererst wie immer unser Audio-Check. Können Sie mich gut hören? Können Sie mich gut verstehen? Super, das ist ideal. Gut. Dann zeige ich Ihnen jetzt ein bisschen, was wir uns heute in diesem Abrechnungsquickie anschauen. Die Abrechnung ist ja immer ein spannendes Thema und wo es natürlich sehr viele Fragen gibt. Ich kann hier auch nur ein bisschen etwas davon abdecken, aber vielleicht hilft Ihnen das ja weiter. Wir sehen uns heute hier an, wie Sie auf der Agenda sehen, alle Einstellungen, die in unseren Grundeinstellungen konfiguriert werden können für die Abrechnung und zu diesem Thema. Dann schauen wir uns den Menüpunkt Finanzen an, wo wir dann eben das Abrechnungscockpit und Co. sehen werden. Wir schauen uns an, was hat es mit dem Produktverkauf auf sich, wie ist der in Synaptus möglich. Und dann schauen wir uns aber auch die Themen an, Leistungen und Abrechnungskreise. Und ich zeige Ihnen dann auch noch einmal eine Abrechnung am Praxisbeispiel, wie die funktioniert. Wenn es Fragen gibt, diese einfach in den Chat schreiben. Meine Kollegin ist da und ansonsten einfach zuhören und genießen. Ich wechsle jetzt mal in unsere Applikation. Das kennen wir bereits jetzt hier, unsere Anmeldemaske und ich melde mich an. So, wie immer in diesen Quickies gehen wir direkt medias in res und reden gar nicht viel drum herum und gehen jetzt direkt hier zu dem Zahnrad in den Einstellungen. Hier haben wir den Menüpunkt Abrechnung und der ist heute quasi unser Thema. Hier, das wollen wir alles durchgehen. Wir fangen an mit Honorarnoten, Barbelege, wobei es hier einerseits wichtig ist anzumerken, dass das Thema Honorarnoten bei unseren deutschen Kundinnen und Kunden Rechnungen heißt und dass es seit dem 01.01.2024 für unsere deutschen Kunden und Kundinnen die Barzahlung wirklich mit Bargeld nicht mehr gibt. Es gibt nämlich folgenden Unterschied, den möchte ich hier kurz erklären, und zwar, dass es in Deutschland so ist, dass dort wirklich nur die Zahlung mit Bargeld, mit Scheinen, mit Münzen zur Barzahlung zählt. Nicht jedoch Zahlung mit EC-Karte, Kreditkarte. In Österreich ist es so, dass alles, was keine Überweisung ist, also eine Barzahlung mit Bargeld, eine Zahlung mit Bankomatkarte oder mit Kreditkarte, dass das eben alles zur Barzahlung gehört und nur die Überweisung nicht. Das ist ein wichtiger Unterschied und in Deutschland ist es eben so, dass wir hier diese Barzahlung mit Bargeld nicht mehr haben, aber eine Kartenzahlung ist weiterhin möglich zu erfassen. Wir gehen hier hinein und was sehen wir hier bei den Honorarnoten Barbelegen? Sehen wir verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, Optionen für die Honorarnote bzw. Rechnung und hier in meiner österreichischen Version auch Optionen für den Barbeleg. Wir schauen uns das hier ganz kurz an. Sie sehen hier die Optionen, die Sie an- und abhaken können mit diesen grünen Checkboxen. Und zwar können Sie entscheiden, wollen Sie die Kopf- und Fußzeile auf der Honorarnote andrucken? Möchten Sie aktuelle Diagnosen andrucken auf der Rechnung bzw. Honorarnote, das Datum der Diagnose? Also diese Diagnosen und das Datum der Diagnose ist vor allem relevant bei Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Und hier ist das dann sicherlich relevant, das anzuhaken. Sie können auch den Namen des Arztes bzw. der überweisenden Ärztin hier andrucken, genauso wie Adresse des Absenders oder der Absenderin. Und was hier auch ganz spannend ist und ein sehr, sehr wichtiges Feature, was vielen unserer Kunden sehr, sehr wichtig ist, das ist der QR-Code für die Überweisung, dass der angedruckt wird. Hier ist es wichtig zu wissen, es gibt einen Unterschied zwischen dem QR-Code für die Überweisung. Der wird von unserem System generiert, wenn Sie Ihre Bankdaten hier bei uns in den Grunddaten hinterlegt haben und dann hier das ausgewählt haben, dann wird der auf der Honorarnote angedruckt. Ihre Patienten, Patientinnen, Klienten, Klientinnen können diesen QR-Code scannen, wie das jetzt mittlerweile überall vertreten ist und üblich ist mit der Bank-App. Und dann werden die Daten einfach daraus übernommen. Und
Ja, können so schneller erfasst werden und die Überweisung fällt einfach leichter. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Feature. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch einen QR-Code, den in Österreich die sogenannte Signaturerstellungseinheit erstellt. Das ist die Registrierkasse. Und dieser Code gilt aber nicht für eine etwaige Überweisung, sondern der ist wirklich nur dazu da, um zu überprüfen, ob diese Signaturerstellungseinheit funktioniert. Also hier gibt es einen Unterschied. Das ist wichtig zu wissen. Dann hier auch sehr oft gefragt, hier gibt es die Möglichkeit anzuhaken oder abzuhaken, dass die Belegnummer jedes Jahr bei 1 wieder startet. Und hier können Sie sonst die Startnummer für diesen Nummernkreis vergeben, aber wie Sie hier sehen durch die Information, kann nur vergeben werden, wenn noch keine Honorarnote erzeugt wurde. Wenn Sie hier noch testen, können Sie alle Testdaten löschen in den Einstellungen. Dann gibt es hier die Möglichkeit festzulegen, was passiert, nachdem ich den Beleg erstellt habe. Ich habe jetzt hier die Option nicht ausgewählt. Sie können hier aber auch auswählen, dass sich nach der Belegerstellung sofort der Druckdialog öffnet oder dass das PDF dieser Rechnung in einem neuen Tab geöffnet wird, in einem neuen Fenster, oder dass sich sofort ein E-Mail-Dialog öffnet, wenn Sie hier den E-Mail-Versand aktiviert haben für Ihre Belege. Das können Sie hier entscheiden. Hier haben wir den Punkt Zahlungsbedingungen. Und es ist ja sehr wichtig, das kommt dann auch noch beim Thema Mahnungen. Und zwar, wenn Sie hier nicht bei den Zahlungsbedingungen sofort aktiviert haben, können Sie, auch wenn Sie bei den Mahnungen als Zahlungs Ziel quasi 0 Tage eingeben, nicht sofort eine Mahnung ausstellen. Also es ist wichtig, dass Sie hier das anhaken, wenn Sie auch Mahnungen ausstellen wollen und diese auch jederzeit ausstellen wollen und nicht erst nach Ablauf einer bestimmten Frist. Deshalb hier Zahlungsbedingungen sofort. Hier haben wir die Optionen für den Barbeleg, sind recht ähnlich. Wie gesagt, hier meine österreichische Version, deshalb ist das hier noch vorhanden. Sie können Kopf- und Fußzeile auf den Barbeleg drucken, die Adresse des Empfängers oder der Empfängerin andrucken, dann den Beleg für den Bondrucker erstellen. Das werden wir auch sehr oft gefragt. Grundsätzlich ist unser System einfach so ausgelegt, dass Sie hier das mit jedem verschiedenen Drucker verwenden können. Unser System erkennt dann jetzt nicht, welche Art von Drucker es ist. Wenn Sie aber eben auch so eine Art Bondrucker verwenden und den zusätzlich hinzunehmen, dann hier einfach das Häkchen setzen und dann wird auch dieser Beleg für den Bondrucker, der eben anders aussieht als eine A4-PDF-Datei, erzeugt. Und auch hier können Sie auswählen, die Belegnummer startet jedes Jahr bei 1. Was es hier noch gibt, ist die Standardzahlungsart, die Sie hier festlegen können. Das ist bei der Rechnungserstellung, ich zeige Ihnen das später, ist das einfach hier, wenn Sie sagen, okay, hier wird grundsätzlich bei mir mit Bankomat gezahlt, ich muss das nicht jedes Mal einstellen, dann lege ich hier mal diese Standardart fest und wenn ich was anderes habe, kann ich das bei der Abrechnung ändern, aber es soll mal grundsätzlich immer Bankomat stehen. In Deutschland wäre das die EC-Karte. Sie können das aber auch eben auf Bargeld in Österreich auf Bargeld setzen oder auf Kreditkarte. Kreditkarte und EC-Karte geht auch in Deutschland. Und auch hier wieder die Option, was soll nach der Belegerstellung passieren? Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einen Freitext festzulegen im Hauptteil der Belege. Was bedeutet das? Grundsätzlich ist es so, dass unser System ja diese Rechnung automatisch befüllt mit den Daten, die Sie eingegeben haben, mit entsprechenden Leistungen und so weiter. Sie können aber einen gewissen Teil, einen gewissen Freitext eben gestalten. Und zwar den Kopftext, also etwas wie, ich erlaube mir folgende Leistungen hiermit in Rechnung zu stellen und auch den Fußtext, was auch dort stehen soll. Was Sie hier auch noch generieren können, sind die Vorgaben für die Umsatzsteuer, wenn das bei Ihnen fällig wird. Sie können hier den Tarif pro Kilometergeld eingeben. Das ist ja immer vorgegeben, was wieder hier aussieht. Genau, das kann aber hier quasi schon konfiguriert und gespeichert werden. Und hier ist auch wichtig, das zeige ich Ihnen später noch beim Export, aber auch hier gibt es bitte die Möglichkeit festzulegen, wie die Finanzdaten angezeigt und exportiert werden sollen, nämlich nach Zahlungsdatum, wenn die Zahlung eingelangt wurde und von Ihnen vermerkt wurde, oder nach Belegdatum, wenn der Beleg erstellt wurde. Das kann vor allem bei einem Jahreswechsel ein schwieriges Thema sein. Hier bitte immer auch den Steuerberater oder die Steuerberaterin um die Meinung fragen, denn es kann ja sein, etwa, dass Sie im Dezember 2023 Belege
ausgestellt haben. Und das wäre dann das Belegdatum, wäre 2023. Das Zahlungsdatum wäre dann aber vielleicht auch erst im Jänner, Februar 2024 jetzt gewesen. Und dann haben Sie hier ein bisschen eine Diskrepanz und hier das bitte mit dem Steuerberater oder der Steuerberaterin abklären. Was Sie hier auch noch machen können, Sie sehen, ich habe es jetzt hier aktiviert, ist diese Funktion mit Belegeschwärzen, damit eben hier keine Namen und keine ja, persönlichen Daten gelesen werden können. Und das ist dann vor allem, vielleicht wenn Sie das dann einen Steuerberater, Steuerberaterin geben, ganz relevant für die Diskretion. Wenn Sie hier alles konfiguriert haben, klicken Sie auf Speichern. Der nächste Punkt, den wir uns anschauen, das ist die Beleggestaltung. Und bei der Beleggestaltung, da haben Sie die Möglichkeit, Belege individuell zu gestalten und Ihren persönlichen Wünschen anzupassen. Aber es gibt hier von uns gewisse Vorgaben, die Sie bitte einhalten müssen, weil sonst haben wir oftmals auch die Anfrage, warum überlappt sich das jetzt ja, mit meinem Logo? Warum ist der QR-Code nicht richtig scannbar, weil hier irgendwas sich überlappt? Es ist so. Sie laden hier bitte bei Vorlagen für Honorarnoten bzw. Rechnungen, Vorlagen für Barbelege in Österreich und Vorlagen für terminliche Ausdrucke. Hier laden Sie bitte immer nur eine A4-PDF-Datei hoch. Und das Zentrale dabei ist, Sie werden die vielleicht in Word selbst gestalten. Vielleicht haben Sie aber auch einen Grafiker, eine Grafikerin an der Hand, der die das für Sie macht. Oder Sie nutzen vielleicht auch die kostenlose oder zumindest den kostenlosen Zugang von Canva. Denn auch dort können Sie ziemlich einfach ja, so schöne Vorlagen gestalten. Wichtig ist dann immer aber, dass Sie wirklich nur 3 cm vom oberen Rand dieser A4-Seite und 3 cm vom unteren Rand der Seite zur freien Gestaltung haben. Am leichtesten ist das wirklich, wenn Sie im Word sind und hier die Kopfzeile auf 3 cm einstellen und die Fußzeile und in diesen Bereichen eben Ihr Logo, Anschrift, Bankverbindung, was auch immer Sie möchten, eingeben und gestalten. Und wenn Sie das eben nicht einhalten, kommt es zu Überlappungen. Oft sieht man es vielleicht auf der ersten Seite nicht, dann ist das die Rechnung aber mal länger und dann überlappt sich am Anfang der zweiten Seite alles. Also hier bitte darauf achten, A4-PDF-Datei und mehr Infos finden Sie aber auch in unserem Hilfecenter. Hier haben Sie dann einen direkten Absprung zu ja, einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Beleggestaltung. Grundsätzlich möchte ich aber Ihnen noch sagen, Sie können hier, wenn Sie mit mehreren Praxisstandorten und mit mehreren Abrechnungskreisen arbeiten, für jeden dieser Bereiche eine eigene Vorlage hochladen. Damit die jeweilige Vorlage dann aber auch gezogen wird, ist es wichtig, dass Sie hier oben im schwarzen Menüband immer auch den Standort einstellen, an dem Sie gerade arbeiten und dass für diesen dann eben auch die Vorlage gezogen werden kann. Also bitte, wenn Sie sagen, ich arbeite heute Klagenfurt Süd, dann geben Sie es einfach hier ein. Dann fügen Sie das auch hier hinzu, geben auch hier diesen Standort ein und ja, dann bitte so arbeiten. Ich wechsle es trotzdem hier mal zurück. So, der nächste Punkt hier sind die Gutscheine, wobei Sie Gutscheine grundsätzlich in den Leistungen anlegen als eine Leistung. Ich zeige Ihnen das später noch, wo Sie das finden. Aber da ist es dann wichtig, dass Sie eben eine Leistung anlegen. Das kann ja eben sein, ein 10er-Block-Massage oder ein 100-Euro-Gutschein. Oder ein 50-Euro-Gutschein, was auch immer Sie anbieten. Aber was Sie hier einstellen können in den Grundeinstellungen, ist die Gültigkeit des Gutscheins in Jahren und die Gutscheinstartnummer, mit der Sie beginnen. Das ist hier zu konfigurieren, ganz einfach und auf Speichern klicken. Jetzt kommen wir zu dem von mir bereits erwähnten Punkt Mahnungen. Und hier können Sie ganz genau konfigurieren, wie bei Ihnen dieser vierstufige Mahnprozess, den unser System ab dem Sorglospaket vorsieht, ablaufen soll, beziehungsweise wie die Zeiträume sein sollen, wie die Texte sein sollen. Wir schauen es uns kurz an. Es gibt hier, wie überall bei uns, wenn es sich um Texte handelt, auch unsere dynamischen Platzhalter. Und diese bitte nutzen Sie immer inklusive der beiden geschwungenen Klammern vorne und hinten und fügen die in Ihren Text ein und texten darum herum. Denn nur durch diese dynamischen Platzhalter kann unser System das dann für Sie befüllen, für diese Person, für dieses Datum, ja, für die Summe. Wir sehen jetzt hier diese vier Stufen. Die erste ist die Zahlungserinnerung,
Diese können Sie an- und abhaken. Hier, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, wenn Sie sagen, ich möchte jederzeit das erstellen können und nicht jetzt, was weiß ich, 14 Tage warten, kann ja auch sein, dann ist es wichtig, dass Sie hier überall das Zahlungsziel 0 eingeben. Aber eben auch, was ich Ihnen gezeigt hatte, bei den Grundeinstellungen zu Rechnungen und Barbelegen, das Zahlungsziel sofort haben. Und dann schreiben Sie hier den Text rein und nutzen bitte unsere Platzhalter. Es gibt dann hier die erste Mahnung, dann gibt es die zweite Mahnung, wo Sie auch optional bereits Mahnspesen verrechnen können. Und es gibt hier die dritte Mahnung, wo Sie eben auch einen höheren Mahnspesenbetrag verrechnen können, wenn Sie das möchten. Also das ist hier zu konfigurieren. Wie Sie dann mahnen, zeige ich Ihnen etwas später. Wir sind jetzt hier bei den Ausgabenkategorien angekommen. Sie können nämlich bei uns ab dem Sorglospaket auch Ihre Ausgaben erfassen und haben dann wirklich eine saubere Einnahmen- und Ausgabenauflistung in unserem System, womit Sie mehr oder weniger das ganze Jahr über arbeiten. Dann ist der Jahresabschluss von Ihnen bereits perfekt vorbereitet für den Steuerberater oder die Steuerberaterin. Hier können Sie Ihre gesamten Ausgabenkategorien anlegen. Sie sehen, wir haben es jetzt hier von Bankspesen über Bewirtung, Materialaufwand, PKW, Personal, Reisen, was auch immer. Und da hier ist auch möglich, eben eine Kontonummer hinzuzufügen, die Steuerklasse und eine Kennzahl. Die Kennzahl hat meist damit zu tun, dann kann der Steuerberater das vielleicht auch besser zuordnen. Aber das wird jetzt nicht sehr oft benötigt, aber grundsätzlich, Sie wissen, dass es das gibt. Sie können hier eben Ausgabenkategorien hinzufügen und hier mit dem Aktionsbutton, mit den drei Punkten, können Sie eine Kategorie stilllegen oder diese Kategorie bearbeiten. Wie gesagt, besonders praktisch ist es einfach, wenn Sie die Ausgabenerfassung nutzen im Sorglospaket, dass Sie sich auch unsere Smart Scan App, die ist sowohl für iOS, also Apple-Nutzerinnen, als auch für Android-Nutzerinnen verfügbar. Und Sie laden sich diese herunter und können damit dann alle Ihre Rechnungen und Belege einfach fotografieren oder einscannen. Und das wird dann hier synchronisiert mit dem System. Und Sie brauchen diese ganzen Belege nicht ewig aufzubewahren in Schuhkartons oder wo auch immer oder in Ordnern, sondern Sie erfüllen diese gesetzliche Aufbewahrungspflicht, indem Sie sie hier digital bei uns verwahren. So viel zu den Ausgaben. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das ist jetzt eben nur für die österreichischen Kunden und Kundinnen aktuell relevant, und zwar die Registrierkasse. Wenn Sie mit einer Registrierkasse arbeiten möchten, dann bitte hier einfach, so wie Sie es hier sehen, der Schieberegler ist sonst eben hier links. Und wenn Sie den hier einmal aktiviert haben, dann ist er grün und auf rechts. Und sobald Sie das machen, diese Aktivierung des Schiebereglers, bekommen wir im Support eine Mail. Und da sehen wir dann, dass wir eben für Sie eine Registrierkasse einrichten sollen. Bei uns ist die Registrierkasse ab dem Einsteigerpaket kostenlos dabei. Sie zahlen da keine Einrichtungsgebühr, Sie zahlen keine monatlichen Gebühren, keine Wartungsgebühr. Das ist bei uns inkludiert. Wie gesagt, wir erhalten eine Mail, wenn Sie das aktivieren, richten für Sie die Registrierkasse ein und Sie erhalten von uns dann eine abschließende Mail, in der es noch ein paar Schritte gibt, die Sie bitte oder Ihr Steuerberater oder Ihre Steuerberaterin für Sie in Finanz Online durchführt. Das können wir nicht machen. Wir haben keinen Zugang für Finanz Online. Das möchten wir auch gar nicht. Und deshalb bitte das selber abschließen. Wir haben das wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was dann noch zu tun ist, damit diese Einrichtung fertig abgeschlossen ist. Wenn das fertig abgeschlossen ist, ich möchte Ihnen zeigen, was sich dann hier verbirgt hinter der Registrierkasse. Dazu werde ich jetzt kurz mal meinen Screen wechseln. So, und ich wechsle jetzt hier in die Registrierkasse, wo diese bereits eingerichtet ist. Und hier sehen Sie, was sich, sobald die eingerichtet ist, hier befindet. Wir sehen hier unsere Tagesberichte. Bitte nicht verwechseln mit einer Tageslosung oder einem Tagesabschluss. Hier handelt es sich lediglich um PDF-Dateien, wo eben alle Barzahlungen, die Sie an einem Tag mit der Registrierkasse erfasst haben, gesammelt sind. Und das können Sie hier jederzeit eben hinzufügen für einen gewissen Tag. Und Sie sehen dann hier die Tageslosung und können das PDF herunterladen. Dann haben wir hier die administrativen Belege. Sie sehen auch hier, es führt Sie gleich zu einem Hilfecenter-Artikel, denn das konnten wir hier natürlich an dieser Stelle nicht so genau beschreiben. Es gibt aber bestimmte Belege, das sind der Nullbeleg, der Monatsbeleg und der Jahresbeleg.
Und viele unserer Kunden und Kundinnen fragen sich, was steht denn da drauf? Steht denn da eben alles aus einem Monat drauf oder alles aus einem Jahr? Nein, hier handelt es sich um Nullbelege, die lediglich dazu dienen, dem Finanzamt zu signalisieren, dass ihre Registerkasse läuft, dass die aktiv ist, dass die verbunden ist und dass die eben diese Daten erfasst. Und manchmal kann es sein, das hat dann nichts mit unserer Software zu tun, dass diese Signaturerstellungseinheit einfach aufgrund einer schlechten Verbindung kurz ausfällt. Da würden Sie dann hier einen Fehler sehen bei dieser Statusmeldung. Hier steht jetzt okay. Einfach um dann zu checken, ob sie wieder funktioniert, klicken Sie einfach auf Nullbeleg und erstellen einen Nullbeleg. Da passiert überhaupt nichts. Wenn Sie einen Monatsbeleg brauchen, können Sie den einerseits hier manuell generieren, indem Sie hier raufklicken. Aber es ist so, unser System erstellt für Sie automatisch mit dem ersten Beleg in einem neuen Monat den Monatsbeleg des vorhergehenden Monats. Wie gesagt, das sind alles Nullbelege, aber das macht unser System auch automatisch. Und so ist es auch beim Jahresbeleg. Und den finden Sie dann bei Ihren Belegen vorhanden. Und diese, vor allem beim Jahresbeleg ist es so, gilt es dann mit dieser Belegscan-App vom Finanzamt Österreich zu scannen. Und hier geht es lediglich darum, zu signalisieren, dass Ihre Signaturerstellungseinheit funktioniert und verbunden ist und Daten erfasst. Zum Thema Datenerfassen gibt es hier ein Erfassungsprotokoll. Das können Sie hier herunterladen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn das mal gebraucht wird, das finden Sie auch hier. Und hier finden Sie, wenn Sie dann Hilfe brauchen, nochmal bei der fertigen Einrichtung. Wir schicken, wie gesagt, eine Mail mit allen Schritten. Aber hier können Sie auch nochmal auf die Schritt-für-Schritt-Anleitung in unserem Hilfecenter gehen. Und Sie finden hier sämtliche Daten, die Sie oder der Steuerberater bzw. die Steuerberaterin benötigt, um ihre Registrierkasse beim Finanzamt anzumelden. So viel hierzu. Ich wechsle jetzt wieder zurück. So, einen Moment. Wir wechseln hier den Bildschirm. So, und sind jetzt wir wieder richtig unterwegs. Wie gesagt, wir waren jetzt hier bei der Registrierkasse. Das habe ich Ihnen gezeigt, wie das funktioniert. Hier sehen Sie noch die Punkte Elder Direktabrechnung und Elder Honorarnotenmeldung. Diese Punkte behandelt meine Kollegin im Elder Quickie, da macht sie das dann im Detail, dann da sie die Koryphäe auf unserem Gebiet, aber grundsätzlich nur, dass Sie das hier gesehen haben. So, das war's dann hier mit den Einstellungen. Wir schauen uns jetzt hier die Finanzen an. Wir kommen hier ins Abrechnungscockpit. Was ist das Abrechnungscockpit? Das ist quasi eine Auflistung pro Serie und pro Patientin, welche Leistungen noch offen sind, wo noch verrechnet werden muss. Und Sie haben Sie das alles dann auf einem Überblick und können hier einen Patienten nach einer Patientin abarbeiten, wenn ja, Sie das vielleicht einmal gesammelt machen. Sie sehen hier die verschiedenen Beträge, die offene Betragssumme. Sie können hier auswählen, welche Spalten Sie angezeigt haben wollen, ja, zu diesem Thema. Sie können hier oben auswählen, wenn Sie im Dropdown sind, ob Sie hier alle unverrechneten Leistungen sehen wollen oder nur jene, das ist dann auch für Österreich eben relevant, nur die schon bar bezahlt wurden, die sich aber noch auf keiner Honorarnote befinden. Denn eingereicht werden kann ja bei den Krankenkassen immer nur eine Honorarnote, da hier entsprechende formelle Vorlagen erfüllt werden müssen. Und deshalb können Sie hier eben sehen, ja, ob Sie alle Unverrechneten sehen wollen oder nur jene, die keine Honorarnote haben. Sie sehen es, die sind jetzt alle bar bereits bezahlt, aber es fehlt noch die Honorarnote. Dann klicke ich hier rauf, sehe das hier, klicke auf Vorschau und erstelle das. Und Sie werden jetzt sehen, dieser Schritt ist in allen Bereichen immer derselbe, wie Sie hier eine Abrechnung durchführen. So, wir gehen zurück ins Abrechnungscockpit. Hier würden Sie als Vergleich dazu sehen, Abrechnung mit diesem Pfeil, mit diesen Auswahlmöglichkeiten. Und hier sehen Sie entweder Honorarnote oder Barbeleg, denn hier ist noch gar nichts verrechnet worden. Hier bei unserem Aktionsbutton können Sie abspringen zu Stammdaten bearbeiten oder zur Behandlung des Patienten oder der Patientin.
Was Sie hier oben, das hatte ich jetzt noch vergessen zu sagen, noch filtern können, ist, dass Sie hier alle offenen Beträge sehen oder heute, diese Woche, dieses Monat, je nachdem, was Sie jetzt abrechnen möchten. Die erstellten Honorarnoten finden Sie dann hier unter Finanzen Honorarnoten in der schönen Übersicht. Und diese Liste können Sie auch immer exportieren als CSV-Datei. Sie können hier zwischen den Jahren springen. Sie sehen, Sie können aber hier auch Tag oder Monat auswählen. Das ist hier zu filtern. Jetzt schauen wir uns kurz die Spalten an. Sie könnten hier den Abrechnungskreis zeigen wir an. Sie können aber auch das Erstellungsdatum anzeigen, wenn Sie das möchten. Was sehen wir hier? Wir sehen jetzt hier die Betragssumme der Honorarnoten. Wir sehen hier die Honorarnotennummer. Sie könnten hier gezielt nach einer Nummer suchen. Hier haben wir ein spannendes Thema und zwar der Zahlungseingang wäre hier, wenn wir uns das erste anschauen, bei David Alaba 0. Warum? Weil wir haben hier einen Rechnungsbetrag von 560 Euro und wir haben, Sie waren gerade dabei, diese Honorarnote erstellt. Jetzt haben wir die aber mit der Zahlungsart Überweisung und dementsprechend die Überweisung ist jetzt noch nicht da. Das heißt, der Zahlungseingang ist noch 0. Wir haben jetzt nur mal 560 Euro als Rechnung ausgestellt. Und hier ist es eben wichtig, nochmal anzumerken, wir haben keine Schnittstelle zu einem Bankensystem. Das heißt, Sie müssen bitte selbst auf Ihrem Konto schauen, ob diese Zahlung eingelangt ist für diese Honorarnote. Und wenn das der Fall ist, gehen Sie hier auf das Euro-Symbol, klicken hier das entsprechende Datum aus und klicken auf Speichern. Wenn Sie einmal aus Versehen, das haben wir öfters im Support, eine Honorarnote als bezahlt markiert haben, ist das überhaupt kein Problem, das wieder zurückzunehmen. Da müssen Sie nicht gleich stornieren, sondern Sie gehen wieder auf das Euro-Symbol, nehmen das Datum hier einfach raus und klicken auf Speichern. Und jetzt ist die hier wieder mit diesem orangen Euro-Symbol. Das bedeutet einfach noch gar nichts, es ist noch keine Frist überschritten, sondern ist einfach nur mal ausgestellt, aber noch nicht bezahlt. Was ich Ihnen hier noch zeigen wollte in diesem Fenster ist, dass Sie hier auch jederzeit noch wechseln können auf bar bezahlen, wenn das benötigt wird. Wir geben jetzt hier aber das Datum wieder ein, klicken auf Speichern und wir haben jetzt hier diesen grünen Euro-Status. Sie können aber auch eine Honorarnote jederzeit stornieren. Das ist überhaupt kein Problem, das ist kein Thema und das macht auch nichts für die Buchhaltung. Wenn Sie wichtig hier notieren, warum das der Fall ist. Wie Sie das stornieren, ist, Sie klicken hier auf den Aktionsbutton mit den drei Punkten, klicken auf Stornieren und es öffnet sich hier dieses Feld. Hier würden wir immer dazu raten, bitte zu notieren, warum Sie diese Rechnung, Honorarnote stornieren. Das ist dann für den Steuerberater oder die Steuerberaterin auch einfacher zu wissen. Und Sie notieren das hier. Sie sagen vielleicht falsche Leistung verrechnet. Klicken auf Ja. Und jetzt wird hier dieses Storno erstellt. So, Sie sehen jetzt hier dieses Storno mit falscher Leistung verrechnet. Das ist jetzt hier auf Grau. Und was Sie hier jetzt sehen, und bitte nicht erschrecken, das ist, muss so sein, denn Sie hatten ja zuerst in unserem System und für die Buchhaltung angegeben, dass Sie 560 Euro eingenommen haben. Und jetzt haben Sie die haben Sie aber nicht eingenommen. Und damit das in der Buchhaltung wieder stimmt, muss jetzt eine Gutschrift erstellt werden in Höhe dieses Betrags. Das heißt, nicht erschrecken, dass hier jetzt ein Minus ist. Es wird automatisch von unserem System dann diese Gutschrift erstellt. Ist aber auch hier alles eindeutig nachvollziehbar. Gut. Das hier zu diesem Thema. Die gleiche Liste finden Sie auch in Österreich bei den Barbelegen. Bei den Barbelegen ist natürlich der Zahlungseingang sofort gegeben, denn es wurde ja bar bezahlt. Und wenn Sie sich hier wundern, warum steht hier nicht immer ein Name? Es kann natürlich sein, dass Sie hier den Patienten erfasst haben und dann eben bar abrechnen. Es ist aber so, dass für einen Barbeleg, das können Sie sich vorstellen, wie wenn Sie in der Supermarktkasse sind und diesen Beleg mitnehmen. Das ist auch ein Barbeleg und dort stehen ja auch nicht Ihre Daten, Stammdaten drauf. Das ist eben der Unterschied. Also ein Barbeleg ist einfach nur ein Nachweis über eine Barzahlung, während eine Rechnung, eine Honorarnote viel mehr Informationen auch gesetzlich vorgeschrieben beinhalten muss. Und auch hier können Sie abspringen, Sie können hier stornieren, bearbeiten, zum Standplatz, zur Behandlung und so weiter. Und auch hier können Sie exportieren und springen. Wir gehen jetzt zum Thema Mahnungen und das sind eben jene mit diesem roten Euro-Symbol, wo eben die Zahlungsfrist überschritten wurde. Und bei uns im System können Sie dann eben mahnen. Sie könnten hier auch filtern nach den verschiedenen Mahnstufen übrigens, dass Sie das hier sehen in den Spalten.
Aber wie Sie mahnen ist, Sie klicken hier auf den Aktionsbutton, klicken auf Mahnen, sehen, das ist jetzt die erste Zahlungserinnerung, klicken auf Erstellen. Dann gehen wir hier zurück und wir haben jetzt hier mal unser erstes Hammer-Symbol. Es vergehen vielleicht ein paar Tage, eine Woche, je nachdem, wie streng Sie hier sind, und Sie können dann wieder mahnen. Sie sehen, es ist jetzt die erste Mahnung ohne Mahnspesen und Sie klicken auf Erstellen. So, und wenn ich jetzt hier diese Honorarnote öffne, möchte ich Ihnen hier was Besonderes zeigen, weil wir das oft gefragt werden, wie komme ich denn jetzt eigentlich wieder zur ursprünglichen Rechnung? Das ist einfach dadurch möglich, dass Sie hier draufklicken, das Öffnen. Und hier sehen Sie jetzt im Dropdown, Sie können zurück zum Original, Sie können die Zahlungserinnerung sehen oder hier auch dann die erste Mahnung. Wenn wir zurückgehen, hat sich hier das Euro-Symbol verändert und Sie sehen hier nochmal die vier verschiedenen Mahnstufen. Auch hier können Sie die Liste exportieren und hin und her springen zwischen den Zeiträumen. Die Gutschrift haben Sie gesehen, die automatisch generiert wurde. Sie können aber auch manuell eine Gutschrift erstellen, indem Sie hier ja, einfach Gutschrift wechseln. Sie müssen hier, Sie sind es ein Pflichtfeld, einen Patienten, eine Patientin auswählen und können dann hier eine Gutschrift hinzufügen. Funktioniert alles auf dieselbe Art und Weise wie bei der Rechnung und bei den Belegen. Klicken auf Erstellen. Und so haben Sie hier jetzt eine Gutschrift erstellt. So, das Thema Gutscheine. Wir hatten ja gesagt, Sie konfigurieren zwei Dinge in den Grundeinstellungen. Dann müssten Sie eine Leistung angelegt haben mit den Gutscheinen. Und dann sehen Sie hier die Verwaltung Ihrer Gutscheine, wo Sie auch neue hinzufügen können und diese auch an bestimmte Patienten und Patientinnen zuweisen können. Ich zeige Ihnen hier, wir fügen jetzt einen hinzu. Uns ermöglichen gibt es einen 10er-Block-Massage oder einen Gutschein für 100 Euro. Wir nehmen jetzt aber hier einmal den 10er-Block-Massage. So. Genau. Oder wir nehmen jetzt einfach mal bei. Wir gehen jetzt hier zurück so und nehmen diesen 10er-Block, wie ich es gesagt habe, und klicken auf Erstellen. Wenn wir uns jetzt hier bei den Gutscheinen das ansehen, haben wir hier jetzt unseren erstellten Gutschein. Meist ist es aber ja ein Geschenk für eine Person und wenn die Person dann zu Ihnen kommt und möchte den einlösen, legen Sie die Person oder haben Sie sie schon in Ihren Stammdaten und können dann aber hier mit dem Klick auf den Aktionsbutton in die Stammdaten des Gutscheins gehen, diese Stammdaten bearbeiten und diesen Gutschein einer Person zuordnen. Und auch einem entsprechenden Abrechnungskreis. Wir sagen jetzt mal gewerbliche Massage, nachdem das ja hier ein Massageblock ist. Klicken auf Speichern. Und wir sehen dann hier den Abrechnungskreis gewerbliche Massage. Und wir sehen hier den Patienten Fernando Alonso. Dem ist dieser Gutschein jetzt zugeordnet. Das bedeutet, der wird automatisch herangezogen, wenn eine Abrechnung stattfindet für diesen Patienten oder Klienten. Und dann müssen Sie nicht darauf achten, den Gutschein zu verwenden, sondern wird einfach automatisch, bis er aufgebraucht ist, herangezogen. So, wir kommen hier noch einmal zu den Ausgaben. Ich hatte Ihnen ja gezeigt, wo Sie die Kategorien anlegen und die Ausgaben, die Sie sammeln, das machen Sie dann hier. Wie gesagt, mit der SmartScan-App hochladen vom Handy oder auch hier manuell hinzufügen klicken und dann laden Sie etwas hoch von Ihrem Desktop. Oder Sie können hier auch hinzufügen ohne Beleg. Das sieht dann so aus. Sie können hier auch Daueraufträge anlegen, die Bezeichnung eben, den Betrag und so weiter. Und da fassen Sie dann Ihre Ausgaben. Ich zeige Ihnen das hier schön im Jahr 2023 vielleicht. Da sehen Sie hier unsere verschiedenen Ausgaben von der Kategorie Bankspesen, Praxisausstattung, Miet- und Betriebskosten, Instandhaltung und so weiter. Und wenn Sie eben die Einnahmen sowieso mit unserem System erfassen und die Ausgaben auch, haben Sie die ideale Vorbereitung für den Jahresabschluss. Hier sehen Sie den Absprung zum Elda-Abrechnungscockpit. Das behandelt aber eben auch meine Kollegin im Elda-Quickie. Deshalb zeige ich Ihnen hier jetzt noch das Finanzcockpit, wo wir gerade bei Einnahmen und Ausnahmen sind. Einnahmen und Ausgaben, nicht Ausnahmen. Und Sie sehen jetzt hier im Finanzcockpit einen schönen Überblick über alle Ihre Einnahmen, über Ihre Ausgaben, etwaige Überschüsse. Sie sehen das hier anhand von Grafiken, hier bei den Einnahmen aufgeschlüsselt nach in Österreich Honorarnoten und Barbelegen. Und in Deutschland sind das nur die Rechnungen und bei den Ausgaben hier nach den verschiedenen Kategorien. Jetzt hatten wir beim Jahr 2024 bisher nur Miete und Betriebskosten als Ausgaben. Hier sehen Sie nochmal den Überschuss.
Und hier unten sehen Sie die offenen Honorarnoten, da eben den Wert. Das sind eben jene mit dem orangen Eurosymbol. Und wir sehen hier die überfälligen Honorarnoten. Das sind jene mit dem roten Eurosymbol, die wir gemahnt haben. Ich habe jetzt hier mal alle meine Abrechnungskreise, dazu gleich noch mehr. Sie können hier das aber auch wegklicken. Und ich hätte jetzt hier zum Beispiel die Reha-Einheiten noch nicht dabei. Sie können das hier für die einzelnen Jahre anschauen. Und hier mit dem Klick auf diesen grünen Button machen Sie den Export für den Steuerberater oder die Steuerberaterin. Da wählen Sie hier den Inhalt aus, CSV-Dateien, CSV-Dateien und Belege, CSV-Dateien und geschwärzte Belege für die Diskretion. Bitte hier Rücksprache halten, ob das BMD-Format oder das CSV-Format gewünscht ist vom Steuerberater oder der Steuerberaterin. Hier würden Sie dann die Periode wählen. Ich will jetzt mal sagen, Jahr 2023. Dann, ich hatte Ihnen in den Einstellungen gezeigt, wo Sie für den Export auch schon festlegen, nach Belegdatum oder nach Zahlungsdatum. Und hier noch einmal auswählbar nach Belegdatum, nach Zahlungsdatum. Und hier, das Passwort ist frei wählbar und keine Pflicht. Hier, das ist also optional. Wir würden aber empfehlen, dass Sie hier ein Passwort festlegen und das mit dem Steuerberater, der Steuerberaterin teilen. Und dann ist dieser Export gesichert und nur für Personen, die das Passwort kennen, zu öffnen. Und Sie klicken auf Export und die Datei landet dann in dem Downloads-Ordner auf Ihrem Endgerät. Und damit haben Sie dann quasi, wenn Sie das auch noch übermitteln, den Jahresabschluss perfekt vorbereitet und der Steuerberater oder die Steuerberaterin macht den Rest. Ich möchte Ihnen jetzt kurz noch zeigen, den Produktverkauf. Was hat es damit auf sich? Beim Produktverkauf geht es darum, dass Sie grundsätzlich ja bei uns im System so arbeiten, dass Sie eine bestimmte Leistung durchführen, diese Leistung abrechnen und das gehört eben zu einem bestimmten Behandlungstermin, damit das nachvollziehbar ist, wo ist diese einzelne Behandlungsleistung verrechnet. Aber viele unserer Kunden und Kundinnen verkaufen ja auch Produkte von Yogamatten über Faszienrollen bis hin zu Massageölen und Kinesio-Tapes und so weiter. Und auch das ist mit Synaptos möglich. Dann können Sie hier völlig unabhängig von einer Behandlung einfach auch Produkte verkaufen mit diesem Feld hier, mit diesem Recht und mit diesem in diesem Paket, wo das enthalten ist. Dann klicken Sie hier drauf. Sie sind wieder im Pflichtfeld, denn Sie stellen ja hier eine Rechnung aus, wo das erfasst werden muss. Wir nehmen hier wieder mal den David Alaba. Wir haben jetzt hier unsere Warengruppen, dazu gleich auch noch ein kurzes Wort. Wir verkaufen jetzt hier unser Massageöl Lavendel. Und es funktioniert wieder auf dieselbe Weise. Wir fügen das dem Abrechnungskreis hinzu, gewerbliche Massage, haben jetzt hier die Zahlungsmöglichkeit Bankomat. So, und klicken auf Vorschau. Und erstellen. Sie sehen, dieses Rechnung erstellen ist grundsätzlich immer dasselbe. So, das ist eben der Produktverkauf. Dann noch kurz zu den Stammdaten, weil es hier noch drei relevante Punkte gibt. Und zwar den Punkt Leistungen. Ich hatte Ihnen gesagt, der Gutschein ist hier als Leistung anzulegen, aber auch alle anderen Leistungen konfigurieren Sie bitte hier. Sie sehen, ich zeige es Ihnen hier mit dem Klick auf Hinzufügen. Und hier sehen Sie, es gibt hier drei verschiedene Kategorien. Ist es eine Leistung, ist es ein Produkt oder ist es ein Gutschein? Ich möchte jetzt hier ein Produkt anlegen, weil ich Ihnen das noch gerne zeigen wollte. Und zwar legen wir hier an Massageöl Kräuter. Wir hatten ja schon unser Lavendel gerade verkauft. Da sagen wir eben MAK dazu. Für die Warengruppe nehmen wir hier unsere Massageöle. Die habe ich auch angelegt, die Warengruppe. Hier nehmen wir einen Betrag. Wir sagen, das ist 5 Euro und das hat 20% Umsatzsteuer. Das ist dann eben netto und brutto wäre 6 Euro. Und so würde ich das hier speichern. Kann jetzt hier die Warengruppe Massageöle suchen. Und Sie sehen jetzt hier unser neues Produkt Massageöl Kräuter. Und genau auf dieselbe Art legen Sie auch Leistungen und Gutscheine an. Zu den Warengruppen, weil ich Ihnen das gerade gezeigt hatte. Was hat es damit auf sich? Hier können Sie einfach Warengruppen anlegen, was Sie sagen, der Überbegriff ist quasi Massageöl und ich habe jetzt hier dann eins für Kräuter, eins Lavendel, eins ätherische Öle, was auch immer. Oder auch bei den Trainingsgeräten, da sagen Sie, okay, ich habe den Medizinball, den ich verkaufe Hanteln, ich verkaufe noch irgendwas fürs Training, vielleicht ja, Ringe oder Bänder. Das wäre dann hier in dieser Warengruppe. Also die fügen Sie auch einfach hier hinzu, legen eine an und das war's und fügen die einem Abrechnungskreis hinzu. Ja,
Das ist dieser Bereich der Warengruppen. Und jetzt zum Schluss eben noch, ich habe so oft erwähnt, die Abrechnungskreise, was hat es damit auf sich? Das ist eben grundsätzlich so, dass ja vor allem die Masseure und Masseurinnen einerseits die Heilmassage anbieten, die eine medizinische Leistung ist, die verordnet werden kann und bei der keine Umsatzsteuer fällig wird. Die Masseure und Masseurinnen bieten dann aber auch vielfach auch eine gewerbliche Massage an, für die, wenn sie jetzt nicht unter die Kleinunternehmerregelung fallen, auch eine Umsatzsteuer abgeführt werden muss. Und dementsprechend, damit Sie das in der Buchhaltung sauber getrennt haben, aber die Buchhaltung unter einem Nummernkreis führen können, haben wir unsere Abrechnungskreise, wo Sie eben sagen, okay, jene Leistungen, die umsatzsteuerbefreit sind, kommen in meinen Abrechnungskreis Heilmassage und jene Leistungen, die umsatzsteuerpflichtig sind, kommen in meinen Abrechnungskreis gewerbliche Massage. Und da habe ich eben auch jetzt die Produkte, die ja auch nicht umsatzsteuerbefreit sind, hinzugegeben, dass sie quasi zu diesem Abrechnungskreis passen. Alle diese Themen sind natürlich sehr komplex und umfangreich. Wenn es dazu Fragen gibt, dann kontaktieren Sie uns bitte im Support. Und damit sind wir jetzt ja auch am Ende bereits angelangt. Ich wechsle jetzt hier zurück in meine Präsentation. Das Abrechnungsthema ist sehr umfangreich. Wenn es dazu Fragen gibt, kontaktieren Sie uns bitte gerne Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr oder Freitag von 8 bis 13 Uhr, telefonisch oder per Mail in unserem Support. Und Sie können aber auch immer in unser kostenloses Hilfecenter schauen. Das war jetzt heute hier der Abrechnungsquickie. Wann sind unsere nächsten Termine? Der nächste Termin ist in einer Woche, wieder um 14 Uhr der Elder-Quickie und am Dienstag darauf der Gruppenpraxis-Quickie. Beide diese Kurzwebinare macht dann meine Kollegin Ines. Die ist unsere Koryphäe auf diesen Gebieten und wird Ihnen hier dann ganz viele Details zu diesem Thema geben. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.